Am gestrigen Freitag ist das neue Gelenkzentrum Schwäbische Alb der Kreiskliniken Reutlingen eingeweiht worden. Standort des neuen Zentrums ist die Albklinik in Münsingen. Chefarzt und Leiter ist Dr. Tobias Dorn. In einem Vortrag gab er Einblicke in die Behandlungsschwerpunkte des neuen Zentrums. Auch Landrat Ulrich Fiedler und Klinikgeschäftsführer Dominik Nusser haben Grußworte an die anwesenden Gäste gerichtet.